Also ich höre von meinen Kindern manchmal, ja, du hast ja eh nie Zeit. Das finde ich dann immer unverschämt, weil wenn sie mich fragen, Mami, hast du ein bisschen Zeit für mich, dann würde ich nie Nein sagen. Aber ich sitze nicht zu Hause und warte darauf, dass meine Töchter mich anrufen und sagen, ach Mami, ich möchte was mit dir besprechen. Also wenn sie mich dann anrufen und sage ich, du, ich rufe dich in einer Stunde zurück, dann sind sie schon knirsch. Sie hat wieder mal keine Zeit und nach einer Stunde sagen sie, ja, jetzt habe ich es auch alleine erledigt. Und die beiden sind schon, haben schon selber beide Kinder, oder? Die eine hat ein Kind, ja. Aha. Also du bist jetzt auch Oma schon. Ich bin jetzt eine Oma, ja. Ja. Hatte gestern Enkeltag. Eigentlich hätte ich ihn heute gehabt. Und dann hast du auch Und den habe ich aber verschoben und habe ihn gestern Oh, das gehabt. ist aber sehr schön. Männer, die in Pension gehen, geraten oft in eine Identitätskrise. Ein Drittel der Manager, die in Ruhestand gehen, stirbt innerhalb des ersten Jahres. Das ist ja Wahnsinn, gell? Und in keiner Altersgruppe ist die Suizidrate so hoch wie bei Rentnern. Jeder zehnte Mensch über 65 trinkt zu viel und ist auch suchtgefährdet. Wahnsinn. Also, der Howard Carpendale hat man gefragt, warum er wieder, der hat sich ja auch mal kurz zur Ruhe gesetzt und dann ist er doch wieder und dann hat er gesagt, ich brauche die Kreativität. Ist es bei dir, was treibt dich, an Also dir, ich was hast glaube du zum Angst? Beispiel nicht, dass eine Kreativität von außen herstellbar ist. Die hast du entweder in dir oder du hast sie nicht. Ja. Und deswegen verstehe ich nicht, wie man den Satz sagen kann, ich brauche die Kreativität. Also ich bin ein kreativer Mensch und ich bin ihn in jeder Sekunde, weil ich einfach kreativ bin. Und die muss ich nicht suchen, sondern ich muss im Gegensatz, ich muss mich eigentlich eher bremsen, damit das nicht alles immer so überbordend ist und ich sehr genau aufpassen muss, dass ich mich nicht verzettel. Das tun ja sehr viele Menschen, ne? Dass sie vor lauter Kreativität einfach zu viele Dinge auf einmal machen und dann haut nichts hin. Muss alles, was du machst, bedeutungsvoll sein?